Ja, anderes Fahrzeug, da ist eins. Jetzt geht's los. Hier, oder? Natürlich. Ja, okay. Oh, geht's nicht weiter? Was ist denn der Brechstange hier? Hier! Hier, oder? Würde ich auch sagen, ja. Jetzt geht's ab. Drück mal drauf. Möchte. Wir haben etwas. Okay, es ist menschlich. Hallo? Hallo. Nur keine Panik. Sie sind jetzt in Sicherheit. Ah, okay, eine Ampel. Bitte verzeihen Sie die Überprüfung. Wir können kein Risiko eingehen. G-Man schon wieder. Die Sau. Dr. Freeman? Gordon Freeman? Sind Sie das? Wie sind Sie so schnell hergekommen? Da wird Eli ja überrascht sein und erleichtert. Ich bin Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. Ich hatte von Ihnen schon vor der Black Mesa-Sache gehört. Oh, Black Mesa. Ich beneide Sie so, das dass Sie das mit Eli und Dr. Kleiner arbeiten konnten. Autsch. Ja, scheiße, ich spritze das Blut, Alter. Ich bin schon draußen, muss dir folgen. Jetzt bin ich da. Wir können hier auf jeden Fall etwas Hilfe gebrauchen. Hey. Oh. Aber es würde so viel schneller gehen, wenn wir mehr Leute mit ihrer Ausbildung hätten. Ja. Hier ist die Ausbildung. Wir stehen kurz vor einer verlässlichen Teleportechnologie. Wow. Etwas, was die Combine nie geschafft haben. Boah, ich bin verglitscht. Der drinne, Ochsen, der drinne, geil. Doch sie haben die hier, der Tussi. So, wow, sein Gesicht ist rot. Komm nur mal raus. Ja, ich weiß. Was warten jetzt? Warten jetzt ab wohl. Jetzt, bleib draußen jetzt. Hören Sie nur, ich klinge wie ein Postdoktorand. Ich freue mich Runde. Nur so darauf, endlich mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wo war ich? Ach ja, Dr. Kleiner konnte das Zen-Relais viel stärker komprimieren, als er je erwartet hat. Schnauze jetzt! Wir Zen quasi als dimensionale Wurmschleuder verwenden können. Oh, oh, oh. Sehen wir da oben ist. Oh, da ist noch einer. Wie der Psycho, Alter, einfach da aufgehört. Aber hier hast normalerweise keine Waffe. Nee, normalerweise. Kenn ihn doch irgendwo ja hier. Ich hätte nicht gedacht, dass du dafür so lange brauchst. Jedenfalls willkommen im Labor. Ist nicht Black Mesa, aber für uns das ist genug. Jetzt, wo Dr. Freeman hier ist, wird es fast so sein wie in Black Mesa. Ganz genau. Leute mit MIT-Abschluss sind heutzutage knapp. MIT, MIT heißt es, du Arsch. Ja. Ich beende so schnell. Hast du es kaputt gemacht, da? Nein. Ich freue mich auf Zusammenarbeit. Ja, ja. Nimm mal das Ding hoch. Hier, ich kann mal hier hochklettern. Die Leiter. Hä? Hä? Wo geht der hin? Der geht jetzt weg. Hä? Ich habe was gehört. Portal funktioniert fast wieder. Die Katze hier. Ich könnte schon verstehen, wenn du es nicht als erster testen willst. Ja, was soll ich jetzt machen? Testen, das Portal. Wie? Rein, oder? Wie komme ich da rein? Knopf drücke. Hätte ich mal zugehört, als da rumzuballern. Hat er hier. Bleiben Sie bei Eli. Gehen Sie, ich komme nach. Sie bei Eli. Wir sind hier. Eli wollen sicher über alte Zeiten reden. Wir unterhalten uns später. Ja, wie kommen wir wieder raus? Warte doch, die erzählt doch noch was. Fürchte, er hat deinen Rekord gebrochen. Er hat's
verdient. Danke, du hast bewiesen, dass du draußen nicht kommst. So, fertig gesessen. Dad. Gehen Sie ruhig, Dr. Freeman. Gehen! Jetzt raus, da! Ich komme zurück, sobald ich hier etwas erledigt habe. Komm, wir kommen echt nicht mehr raus. Verpackt. Nein, oder? Oh, Dr. Freeman, bleiben Sie bei Eli. Ah, jetzt. Gehen Sie. Ich komme. Gute Forscherin, Judith. Sie war für den Job bei Black Mesa im Gespräch. Aber du wurdest wegen einer Zeit in Innsbruck vorgezogen. Was drückst du da? Ich wurde abgelöst, damit ich Gordon sehen kann. Alex, sowieso hier drinnen was am macht Portal Alex arbeiten. Da oben? Die Reparaturen laufen gut. Die Kapazität des Thyristors wurde falsch berechnet. Soll ich jetzt schuld sein? Kannst du gar nicht. Das war ein Berechnungsfehler, kein mechanisches Problem. Komm jetzt, Bitchfight. Vielleicht sollte ich dann nächstes Mal die Berechnungen und die Installation machen. Alex, wirklich? Manchmal denke ich, du willst mich nicht verstehen. Alex, warum nimmst du Gordon nicht mit und lässt ihn mit dem Graviton üben? Klar, komm mit Gordon. Jetzt ist es richtig lustig. Jetzt der Nullpunkt-Energiefeldmanipulator ist kein Spielzeug. Lass uns gehen. Bist du da wo reinglitscht? Ja, die glitscht da drin, der Fass. Und das Fass mit dir. Du kennst Dr. Mossman also schon. Gerade auch ihretwegen bin ich so oft draußen. Sie redet dauernd davon, was sie in der Versuchskammer bei Black Mesa getan hätte. Okay, ich sollte sie nicht so schlecht machen. Hier unten wird es nur manchmal zu eng. Das ist der alte Weg nach Ravenholm. Da gehen wir nicht mehr hin. Früher konnten wir direkt bis Ravenholm durch. Aua! Aua. Voll was geaut. Voll was das war. Da, du bist draußen! Scheiße. Geil, ich stehe da draußen.